So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Simrise TV begrüßt euch ganz, ganz herzlich hier zu diesem wohl sehr denkwürdigen Tag, denkwürdigen Test, der uns hier bevorsteht. Wir befinden uns auf der Serverfarm von racedepartment.com. Und ja, was soll ich sagen? Wir testen hier erstmalig, wenn ich mich nicht falsch informiert habe. R-Faktor 2. Ja? Ich werfe dich mit Wattebällchen. Ja, also R-Faktor 2 nach ich weiß nicht wie vielen Jahren des Hoffens und des Wartens und es ist da. Und alles schreit Hurra, keiner sagt, weißt du was, für die letzten 3 Jahre Verarsche. Ignorieren wir dich mal jetzt 3 Monate? Nein. Soll ja auch nicht. Ist ja wirklich ein tolles Spiel geworden. Leider, leider, leider. Und da muss man sagen, das hätte man eigentlich vorher sich denken können. Mit so vielen neuen Grafikoptionen gehen die herkömmlichen Grafikkarten natürlich heftigst in die Knie. Wir hatten auch bereits einen Servercrash hier bei Race Department, gerade eben vor 5 Minuten. Und ja, so ganz schlüssig sind wir noch nicht. Wir haben hier kein TV-Style. Wir haben eigentlich gar nichts. Wir haben eine tolle Grafik, die im Stream aber auch ziemlich bescheiden aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich muss sagen, es ist laggy. Also es laggt. Ich weiß, dass es laggt. Macht euch keine Gedanken. Es hat einfach damit zu tun, dass unsere Rechner hier, das sind beides i7 8-Core-Prozessoren mit recht guten Grafikkarten, die gehen hier definitiv in die Knie. Also es ist wirklich, wenn man ein einigermaßen anständiges Bild zeigen will, ist es laggy. Ihr seht es sicherlich, sind so ein paar kleine Mini-Lags in dem Ganzen zu sehen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir den ein oder anderen Hinweis gebt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder was man... gut, nicht schreiben jetzt, es laggt, das weiß ich. Aber alles andere gerne über Skype. Ihr erreicht mich über Thynos, TYNOS02. Mein Name ist Lutz Enger. Ich führe euch heute hier durch diesen 40-minütigen Test. Und meines Wissens gibt es jetzt hier erstmal noch ein freies Training und ein Qualifying. Und das Problem ist, wir müssen hier permanent hin und her schalten, weil wir haben hier kein Live-Timing, wir haben gar nichts. Wir sind völlig angewiesen auf das, was wir hier wir sehen genau das, was ihr auch seht, ja, also keine Sorge, wir sehen keine Fahrernamen, keine Zeiten, kein gar nichts. Wir müssen schauen, also sicherlich ist es so, dass die ein oder andere Einstellung hier noch übersehen wurde. Ich habe versucht, die ganze Woche mich mit dem Ding zu beschäftigen, toll in der PLR und in der Multiplayer rumgespielt und auch viele tolle Sachen gefunden, worauf wir uns sehr, sehr freuen für die künftigen Langstreckenrennen, zum Beispiel Rejoin funktioniert, alles ganz toll, aber, also Rejoin im Race, aber, ja gut, hier das ganze, die ganze Bedienerei ist zwar genauso wie bei R-Faktor 1 von der Tastenbelegung her, aber natürlich, so ein paar Sachen fehlen einfach, wie zum Beispiel ein Overlay. Ich habe keinerlei Ahnung, wo ich hier irgendwelche Zeiten, das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist das hier. Da sehen wir so ein bisschen, wie das Wetter sich entwickelt oder sonst dergleichen Dinge. Aber mehr eigentlich auch nicht. Dass da ein Stück rechts abgeschnitten ist, das ist Absicht. Weil da kommt noch was im Stream jetzt so, also unsinnig wäre, das zu zeigen. Beziehungsweise ich würde mir das Format zerstören. Da oben sehen wir zumindest eine Sessionzeit, dass die abläuft. Also wir haben jetzt 30 Minuten hier, das, ja, also jetzt noch 27. Das haben wir, aber notfalls müssen wir dann halt immer mal hier in dieses Ding gehen. Und jetzt kommt der Hammer, da ich ja nicht direkt an diesem PC sitze, der hier broadcastet, sondern über ein videooptimiertes Remote-Tool drauf zugreife, sehe ich hier gar nichts. Schon gar nicht das, was hier grün ist. Also glaubt man nicht, dass ich hier irgendeine Zeit lesen kann. Die könnt ihr im Stream viel besser lesen. Ich sehe hier noch nicht mal, wer hier wirklich hier oben ist. Also es ist absolut nichts zu machen. Also das muss alles noch deutlich verbessert werden. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Nur wie gesagt, im Moment für heute ist das alles ein bisschen schwierig. Aber gut, da drüben sehen wir wenigstens ein paar Namen. Nämlich James Johnson hier momentan, aber auch nicht auf der 1, sondern da ist Wayne Morgan. Auch nicht. Der Wayne ist da auch schon nicht mehr. Jetzt ist der James wieder vorne. Das freut uns doch. So, das heißt, wir gehen jetzt hier mal wieder in dieses Bild und gucken dem James hier mal so ein bisschen zu. Wir befinden uns in Metro Mills,
Und ja, was soll ich sagen? Die Strecke kenne ich nicht, das kommt auch noch dazu. Ja, nie gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es die für R-Faktor 1 gab. Vermutlich gibt es sie, weil da wüsst ihr nicht, welche Strecke es da nicht gibt. Aber egal. So, was natürlich sehr gut gelungen ist, ist diese ganze Animation, der ganze Klamauk hier, wen fahren, da stehen Männchen rum, die winken und das Publikum und weiß ich nicht, das ist alles ganz toll. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, könnte ich im Moment noch gut drauf verzichten. Man kann es zwar abschalten, aber dann sieht es halt noch bescheidener aus. Und ich habe den Eindruck, da gehen auch ein paar andere Sachen da mit flöten. Ich weiß es nicht, also es sah jedenfalls alles ganz komisch aus. Seid so gut, gebt mir Feedback über Skype. Oder wer hier im Teamspeak bei Race Department ist, kann mich gerne auch so anklicken. So, der Adam hatte eine Frage. Also wir streamen ja hier parallel auf Stream 1. Hört ihr, seht ihr, ja, eigentlich, ja, auf dieselben Bilder könnt ihr nicht sehen, aber dasselbe Rennen. Und mit Adam Smith und mich hier, Lutz Enger, seht ihr auf Stream 2. Und ja, auch mit denselben Autos auf derselben Strecke, aber natürlich andere Bilder. Ja, wollen wir mal gucken, wer es besser macht? Nee, wollen wir nicht gucken, weil Adam ist ein sehr, sehr guter und sehr informativ und hat das gut im Griff. Und wir beide wirklich springen hier ins kalte Wasser. Also ich sag mal, wir wollten einfach mal die Ersten sein, die hier irgendetwas tun. So, und ich muss jetzt hier wirklich auf Race klicken, damit ich hier irgendwas sehe. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, so, da haben wir wenigstens ein paar Fahrer. Also, entschuldigt uns, das ist natürlich eigentlich ein No-Go, diese Fähnchen da über dem Auto. Aber wir haben keine andere Möglichkeit momentan. Also, wir sehen hier nichts anderes. Und wir haben auch keine Zeiten wirklich zum Einblenden. Das ist alles irgendwo... Da unten sehen wir zum Beispiel diese lustige Liste. Die haben wir, aber die seht ihr nicht. So, dann haben wir hier das hier und das haben wir auch. Ach, guck an, das hätten wir anzubieten. Und da haben wir zumindest mal... Ja, bloß da kann ich auch wieder nichts lesen hier. Ja doch, wenn der Hintergrund dunkel ist. So, aber... Ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz bitter hier, was wir hier gerade haben. So, Mr. Eggbear hier hat doch das Problem, was ganz, ganz viele haben. Ich habe das freie Training hier im Vorfeld schon so ein bisschen beobachtet und es war kaum ein Fahrer, der hier eine Runde ohne Dreher, ohne Crash durchkam. Es kann allerdings auch gut sein, dass die Herrschaften sich da erstmal so ein bisschen drauf eingeschossen, ja, hier ist ja der nächste, also jetzt erstmal so ein bisschen ans Limit gehen, dass das nachher im Qualifying und natürlich dann im Rennen etwas weniger wird. Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist wirklich ein Brüller. Es ist ein Brüller. Also ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt ja die beiden Lizenzen, die Lifetime und die 12-Monats-Lizenz. Ich würde euch empfehlen, wenigstens die 12-Monats-Lizenz jetzt zu kaufen für 34,99. Es lohnt sich. Ihr wisst das von R-Faktor 1. Die Mods, die Strecken und so weiter, das kommt alles. Tools und was auch immer. Es lohnt sich wirklich und ihr habt in der 12-Monats-Lizenz, also für den Preis der 12-Monats-Lizenz bekommt ihr 18 Monate, das heißt, die ersten 6 Monate sind im Prinzip zusätzlich jetzt für die Beta-Phase. Man geht von 6 Monaten Beta-Phase aus und das heißt, ihr macht nichts verkehrt. So, jetzt sehen wir hier schon wieder ganz wunderbar, die Autos fliegen noch genauso schön wie früher, also und gehen auch nicht kaputt. Ich habe keine Ahnung, was hier für Einstellungen am Server gemacht sind, jedenfalls sind die dann sich sicherlich nicht so wahnsinnig grün, die Herrschaften. So, hier fährt irgendeiner mit Sonderzeichen, das ist natürlich, wir können haben so schon keine Namen. So, und dann haben wir auch noch welche ganz komplizierte Namen, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also ich versuche das mal so gut wie möglich hier, irgendwie habe ich da ein Temcar. Also die Temcars sind auch nicht mehr ganz so hässlich wie früher. Wir wollen mal gucken, ob wir den hier eingefangen kriegen. Ja, da ist es. Da. Ja, also die haben jetzt Farbe gekriegt, diese Temcars. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal wieder raus. So, wunderbar.
Der Frank Karnitz, Mensch, Defi ist auch dabei. Wenigstens einen, den ich hier kenne. Und den Peter Enders natürlich, den kennen wir auch. Aber Stefan Karnitz freut mich natürlich sehr. Allerdings steht da in der Box die Pfeife. Sorry, wenn ich das mal jetzt hier so sage, vor versammelter Mannschaft. Also, gucken wir mal, was uns hier noch so heute erwartet. Ich bin ziemlich gespannt. So, wenn ich das hier richtig sehe, sind wir hier auch noch, spult der auch immer gleich ein bisschen zurück. So, aber er hat einen Motor an hier. Ach nee, das bin ich. Oh, lustig. Lustig, lustig. Ja. Was soll ich sagen? Also, ich gehöre zu denen, die eigentlich bei sowas dann ein paar Nächte nicht schlafen. Allerdings habe ich mir das bei R-Factor 2 hier verkniffen. Ich habe es installiert, alles schön. Ihr habt es ja gesehen, Online-Motorsport konnte da ja auch, oder könnt ihr auch noch R-Factor 2 runterladen, samt der Mods. Und das haben auch 2000 Leute gemacht. Und ja, und das alles irgendwie in relativ kurzer Zeit, also nicht mal 12 Stunden. Ich habe das auch getan. Gott sei Dank ein bisschen früher, aber es war dann halt wirklich richtig was los an dem Tag und wir haben eigentlich so mehr oder weniger gequatscht. Wir haben gequatscht nochmal über unsere Wünsche, was wir uns so erhoffen von R-Factor 2 und R-Factor 2. Ja, und aber gut, es ist vieles erfüllt, gerade was den Liga-Betrieb betrifft, wenn ich mir überlege, dass das jetzt alles tatsächlich endlich über die IDs geregelt wird, hat zwar den Nachteil, dass man jetzt hier, wie in meinem Fall, wir sind jetzt hier auf diesem Server mit zwei PCs von mir und also der Adam benutzt auch meine Hardware und dadurch bin ich natürlich zweimal mit dem Namen. Man kann Namen ändern, wie man will, man braucht, es wird immer der Name angezeigt, mit dem man sich da registriert hat und ja gut, das ist halt so. Und ich weiß es nicht genau, ob man jetzt nochmal den Namen ändern kann, beziehungsweise wenn man eine neue Installation reaktiviert, das kann man machen, ob das dann und dann man einfach zwar die richtige E-Mail-Adresse, aber einen anderen Namen benutzt, ob das hilft oder ob das was ändert, ich weiß es nicht, keine Ahnung, habe ich noch nicht versucht, aber wir haben doch so, gerade diese Geschichte mit den Namen, wir erinnern uns an Le Mans 2008, glaube war das, oder 2009, wo wir diesen Idioten da haben, der die ganzen Teams aus dem Rennen geschossen hat, weil er selber nicht mehr fahren durfte, sowas ist dann später nicht mehr möglich, oder hier nicht mehr möglich, dass man mit irgendeinem anderen Namen darauf geht und so, jetzt sehen wir hier gelbe Flaggen und da sehen wir sehen eigentlich nur Autos sich drehen. Jetzt haben wir schon wieder ein gelbes Auto. Das wird sich natürlich nachher im Rennen... Oh, Leute, 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 was macht ihr hier? Ups. Ja, tolle Sache. Tolle Sache, das sage ich euch. So. Ich gehe jetzt mal so nebenher noch so ein bisschen auf die Suche. Nach einem, vielleicht gibt es doch irgendwo ein Live-Timing, also wenn hier jemand dabei ist, der sich bei Race Department auskennt, bitte und weiß, wo ich dieses Live-Timing finde, bitte schickt es mir. Naja, besser ist relativ, lieber Jonathan. Der Jonathan schreibt mir, sieht schon gut aus, aber R-Factor 1 ist immer noch besser, aber naja, gut. Werden wir sehen. Also Stream-Qualität darfst du natürlich jetzt nicht mit der Ingame-Qualität vergleichen. Ja, schon der nächste wieder draußen. Also entweder haben die alle erst vorhin angefangen zu trainieren oder was. So, ja, fahr doch mal eine Runde zu Ende, Mädels. Also das ist ja wirklich unglaublich. So. Machen wir mal die Fähnchen aus hier, solange es hier noch um nichts geht. Also meines Wissens ist das hier alles noch freies Training. Ich habe doch nur Jonathan gesagt, oder? Oder? Habe ich auch einen Nachnamen gesagt? Ich weiß gar nicht. Außerdem soll man wissen, wer hier rummeckert. Nee? Ja. Der harte Arm von ISI wird dich treffen. ja, so. Tolle Sache. Jedenfalls schauen wir mal. So.
Also jetzt geht mal alle mit mir auf die Suche racedepartment.com und dort schaut mal bitte nach. Jetzt schreibt mir hier einer irgendwie eine PN auf Simrace TV. Wird hier immer lustiger. Zwei sogar. Wenn da jetzt steht, es leckt. Genau. Genau, Sebastian, damit geht's. So, aber deswegen sind wir immer noch nicht weiter. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Please help me. Please search for me a lifetiming for this race on raceapartment.com. So. Aber so wirklich Lifetiming gibt's hier nicht. Nee, also ich finde hier nichts. Da haben wir nur so eine wahnsinnig teure Forensoftware, aber... Ja, nutzt nichts. Nutzt nichts, können wir jetzt hier auch nicht ändern. Gut, meine Herren. Schauen wir mal, ob wir ohne auskommen. Vielleicht findet sich ja noch ein... Jemand, der uns da so ein bisschen hilft. Ihr seht zumindest im Stream, vielleicht sollte ich den auch anmachen, genau das, da kann ich zumindest so ein bisschen was erkennen. Habe ich auch noch nie gemacht, dass wir mal hier den Stream moderiert. Also den gesendeten Stream. Ah, hier gibt es ein... Ah, das haben sie ja fix klasse gemacht. So. So, dann wollen wir den mal was schreiben hier. Nee, das wollten wir jetzt hier gar nicht. Ah, Spotter Guide. Nee, Lifetiming. Lifetiming! Ich dreh durch. Ich hab's gefunden. Oh, das ist ja Live Races. Na gut, aber vielleicht haben wir ja tatsächlich wenigstens irgendeine Anzeige. Loading Domains. Gut, der loadet sich hier gerade tot an Affected 2. So. Jetzt sag mir doch mal einer, wie es hier gerade steht. Wer führt denn? Wer hat denn hier die meisten Tore geschossen? Mann, jetzt hätte ich mich aber blamiert, wenn ich jetzt hier in diesen Chat geschrieben hätte, wo ich denn das Lifetiming finde. Aber hier gibt's kein Lifetiming, also das wird hier nichts, definitiv. So, okay, ich sehe gerade, ihr seht nichts. Dann können wir das hier auch canceln, weil ich sehe da drin nämlich auch nichts. So, dann schieben wir mal das RTTV nach links. Und sorry, auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen, deswegen muss ich das mal hier eben erneuern. Ihr habt jetzt erstmal einen schwarzen Bildschirm, also keine Panik. Warum sollt ihr eigentlich nicht sehen, mit was ich mich hier rumquälen muss? Also das dauert jetzt einen kleinen Moment.
So. Ja, wunderschön. Wunderschön. Machen wir wieder ein Bild. Und ich hoffe mal, jetzt haben wir noch einen kleinen schwarzen Balken. Den machen wir jetzt auch noch weg. So. So, jetzt hoffen wir mal, wenn wir jetzt hier das wieder anmachen, dass wir jetzt hier so wenigstens ein paar Daten sehen. Weil ich sehe hier erstmal nichts. Ah, da ist das O3 im Weg. Na, ganz großartig. Und das kann ich nicht wegmachen. So, jetzt müssen wir mal so ein bisschen gucken, dann müssen wir das halt tatsächlich jetzt so machen. So, wunderbar. Was ist das jetzt hier? Ach du meine Nase, was sagt der denn hier? So, wir gucken mal, jetzt sind ja doch so ein paar, also der Server ist so weitestgehend voll, wenn ich das hier richtig sehe. Aber ich kann hier leider nicht erkennen, wer hier führt. Also, ach doch, James Johnson führt, ah, hier kann man das machen. James Johnson führt vor Jimmy Dion. Peter Enders auf 3. Nasos Karalampu auf 4. Auf 5, Robert Wiesenmüller. Chris Butcher auf 6. Auf 7, Vagelis Theodoridis. Wayne Morgan auf 8, auf der 9 Okan Kügner. Lee Palmer auf der 10. Ja, da das recht anstrengend hier ist, lassen wir das mal jetzt hier bei den Top 10. Leider sehe ich aber keine Zeiten. So, und jetzt gucken wir mal auf den Zweitplatzierten hier. Das ist der Jimmy Dion. Oder Dein. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn spricht. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Oh, ein Setup. Ja, großartig. Das wollte ich aber gar nicht. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal hier aus. Aha, da haben wir Mr. Johnson. Und da haben wir Dion. Also das wird erstmal Dion. Ich denke mal Dion wird das gesprochen, weil irgendwie klingt der Vorname zumindest Englisch. Ich kenne die Herrschaften hier alle nicht. Aber es geht auch überhaupt nicht um die Fahrer hier heute. Das sind nur Statisten. Das glaubt mal. Das geht hier vordringlich ums Game. Was geht hier nicht? Und was brauchen wir? Und das, was ich jetzt als dringlichstes brauche, ist ein TV-Style, ein TV-Plugin. Also das hier ist ja wirklich Krampf. So, jetzt fährt Dion nochmal, oder Dion nochmal raus. Obwohl die Sängerin heißt ja auch Dion. Also, Naja, also, vielleicht kann mir das jemand sagen, der Sprache besser bemächtigt ist. Ja. Also vergleicht dieses Ganze hier heute bitte nicht mit den normalen Streams. Wir arbeiten hier mit Mitteln, ehrlich,
so schlimm war es nicht vor 5 Jahren. Also ganz ehrlich. So, schauen wir mal hier eine Runde bei dem Jungen zu, der hier doch schon mal bis auf Platz 2 vorgefahren ist. Ja, haben die diese Live Racers jetzt hier? Nee, Load Operation failed, bla 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 bla. Und das geht auch noch nicht mal zu. Unexpected Error, weil während des Ladens. Ich versuch's nochmal. Nee, das tue ich jetzt nicht. So, schöner Abflug hier von Dion. Also, so wirklich kriegt er das nicht gebacken. Also, das kriegt, aber es liegt hier scheinbar an allen. Hier haben wir schon wieder so eine Quietschkiste. So, Johnson. Die sind alle quietschig hier gerade momentan. So, und jetzt lädt er hier irgendwelche Autos. Das ist scheinbar das, was der da tut. Was macht der jetzt bitte? Gut, ich lasse euch jetzt mal hier so ein bisschen die Tabelle hier mit eingeblendet. Dann habt ihr wenigstens mal so in etwa eine Vorstellung, was da so geht und was da nicht geht. Und dann machen wir hier auf den blöden Race-Button, machen wir hier, nutzen wir doch jeden Quadratzentimeter, den wir im Stream nicht brauchen. Und dann machen wir hier dieses schöne Race Department da drauf. RDTV Race passt da auch wunderbar, oder? Was meint ihr? Ja. Also jetzt muss ich sagen, mittlerweile gefällt mir der Stream sogar recht gut. Hätte ich gar nicht erwartet. Naja gut, es ist schon ein bisschen laggy, also das muss man sagen, aber sag mal, so in der Form haben wir das eigentlich auch schon bei R-Factor 1 gesehen, wenn es ein bisschen bessere Texturen waren, also ja. Na gut, so schlimm jetzt eben nicht. Okay, wir werden sehen. Also wie gesagt, ihr könnt gerne Grafikkarten spenden, wo ihr die zu schicken habt, das steht im Impressum von Simrise TV. So, hier tauchte mal eben auch gerade noch ein Auto auf. Also ich muss sagen, das ganze Ding ist schon noch wirklich Beta. Also ich weiß nicht, ob man es schon Beta nennen kann, aber also online, wie gesagt, wir kennen ja die Späße mit ISI, ob das jetzt bei FM Challenge war oder ob das R-Factor 1 war. Also ein halbes Jahr braucht man mindestens, bevor es für eine Liga vernünftig nutzbar wurde. Aber, na gut. Hier treibt. Mr. Dion. So, jetzt sehen wir hier doch einige Autos so durch die Gegend hüpfen hier. Ich glaube auch gerade die Kollisionen sind da noch mächtig Probleme. Guckt euch das an hier. Also ich weiß nicht, was da abgeht gerade. Das sind keine Grafikfehler. Ja, warum fährt der den einfachen Hintern? Was macht der denn da? Na gut.
Also ich habe heute im ISI-Forum eine PN gekriegt von den Freunden aus Polen, die wollen Stresstests machen. Also Jungs, könnt ihr knicken, guckt euch das hier an, das ist schon Stress genug. Und da brauchen wir hier gar nicht. Ich weiß zwar nicht, wie dieser Server angebunden ist von REST Department, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt die letzte Hardware benutzen. Jetzt guckt euch das an hier. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Irgendwie switcht der hier permanent zwischen irgendwelchen Autos hin und her. Also, das ganze Ding ist grottig laggy. So, bleiben wir im Cockpit. Wen haben wir da? Müssen wir erstmal schauen. Ah, Mr. Birdey. Mann, 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 da kann man sich glatt Rauchen abgewöhnen. Da kommt man gar nicht dazu, sich eine Zigarette anzumachen. Weil man hier ständig gucken muss, was da gerade passiert. So, wo ist das Auto hin? Aha, jetzt kommt hier... Jetzt habe ich gar nichts gemacht. Ah, wir sind jetzt im Qualifying. Ah, ladies and gentlemen, in this moment starts the Qualifying to the first Africa 2 event. Ich bin total begeistert. Okay, so. Dann gehen wir mal hier zu... Joe James Johnson. Jimmy Dion. Jimmy Dion hat es doch noch geschafft, vor James Johnson, sieht so aus, das freie Training zu... Ja, Stefan, ich habe meine Medikamente genommen. Ich habe sie nicht vergessen. Aber was soll ich machen hier? Was soll ich denn sonst? Ich kann ja nichts kommentieren. Ich sehe ja nichts. Ich sehe nicht, wer da fährt. Ich sehe nicht, wie die heißen. Ich sehe nicht, auf welcher Position die sind. Ich sehe gar nichts. So, ich sehe nur ständig irgendwelche Autos sich permanent rauskriegeln und irgendwelche Lecks. Und jetzt kommst du. Am besten in meinen Channel, wenn du nicht fährst. So. Ja, also das ist schon alles ziemlich, ziemlich spannend. Und wir hatten auch schon mal mehr Zuschauer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Brach das Knu zum Uralbären, nicht wahr? Bist heute ziemlich Albären. Bist jetzt da, Herr Karnet, oder was? Oder fährst du nur, oder was ist denn jetzt hier? Ich denke mal, es gibt erste Zeiten hier. Ich würde sie euch gerne mitteilen, wenn ich sie sehen würde. Ist das ein... Ja, gut, wir wollen gar nicht so viel schimpfen. Ey, das ist das erste Mal R-Factor 2 benutzen hier. Einigermaßen ernsthaft. Ich weiß nicht, ob schon irgendwelche Mini-Communities irgendwo schon mal mit 5 Leuten online rumgegurkt sind. Hier sind 30 Leute auf dem Server. Also, bitteschön, ja.
Und wir wissen nicht, wo wir was finden. Also von daher bleibt man da ganz entspannt, so wie ich. Ha. Oh, 7 Minuten haben wir noch. Ich versuche jetzt trotzdem mal rauszukriegen, wer hier führt. Was muss ich denn jetzt tun? Hier klicken? Was? Tag, Herr Karnitz. Ich grüße Sie recht herzlich hier bei SimRace TV, bei der Weltpremiere, bei dem Round the First und überhaupt Welt hier bei Race Department und SimRace TV. Schönen guten Abend, Herr Karnitz. Jo, Tag, ne? Tag. Ja, was ist denn mit dir? Fährst du nur oder nicht? Ja, mit 30 Frames lohnt sich das nicht. Ja, hier hat keiner mehr. Naja, also ein paar mehr haben die mit Sicherheit, aber alleine auf der Strecke mit 30 Frames, alles auf niedrig, ist dann nicht so der Hammer. Ja, ja, also ich habe tatsächlich alles auf hoch, ich habe aber höchstwahrscheinlich auch nur 10 Frames, also jedenfalls sieht der Stream so aus. Ich muss dich erstmal ein bisschen lauter machen, höre ich gerade. So, und ja, also erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke so während dieses Qualifyings hier, weil ich sehe, oder kannst du mir sagen, wo ich ein Live-Timing oder überhaupt Zeiten finde, die ich hier auch in diesem ARD-Viewer irgendwie erkenne? Nee. Dann erzähl mir was über deine Eindrücke von R-Faktor, wenn du schon nichts Vernünftiges sagen kannst. Ja, ich sag nie was Vernünftiges, das ja. Müsstest du mittlerweile mitbekommen haben. Ja. Ja, es ist halt neu, es ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Eine Alpha-Version vielleicht, wenn überhaupt. Ja. Also, es gibt Dinge, wo man eigentlich sagt, die müssen jetzt nur nicht unbedingt sein. Ich habe mir vorhin, als ich das Spiel dann vorhin gestartet habe, um auf den Server zu joinen, oder Multiplayer, dachte ich mir dann nur so, sie haben es hinbekommen, diese drei Plakate dort in diesen Welcome-Bildschirm zu bauen, inklusive Hintergrundbeleuchtung, wenn man da drauf geht, kriegen es aber nicht hin, ihre R-Factor 1 Engine vielleicht so weiterzuentwickeln, die ja eigentlich gut funktioniert hat. So weiterzuentwickeln, dass man vielleicht einen brauchbaren zweiten Teil dann hat. Mhm. Bei der Simulation ist es doch vollkommen, ich hoffe, ich darf es sagen, was haben wir denn? 20:10, ja. Ist doch scheißegal, ob da nun irgendwo an der Ecke irgend so ein komisches Männchen steht, was da mit der Arme wackelt oder nicht. Mhm. Es geht einfach ja um die Autos selbst und ja. Das haben sie bisher noch nicht so wirklich hinbekommen. Ja, ist richtig. Also man hat sicherlich hier sehr, sehr viel auf Gameplay geachtet, dass hier ein bisschen was passiert und ein bisschen bunt und hübsch. Wobei die Bedienoberfläche selber gefällt mir zwar, aber ist jetzt auch nicht so überstrapaziert von irgendwelchen Gimmicks. Also das, gut, ja. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, und das müssen wir uns aber auch, wenn wir uns an 2005 erinnern, als da R-Factor 1 rauskam, da haben wir auch alle gejault, als wir von F1 Challenge kamen, weil ja, da ging auch nichts mit den damaligen Rechnern. Und jedenfalls nicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, R-Factor 1 heute mit aktueller Technik, Dunkelheit mit 20 Autos starten, da geht auch nicht allzu viel. Also da brauchen wir auch schon High-End-Technik für. Und genauso wird es hier auch sein. Also wir werden uns da sicherlich erstmal wieder neue Hardware zulegen. Ich werde es müssen, wenn ich SimRace TV weiter betreiben will. Und ja, das ist sicherlich, was mich halt, und dass wir jetzt noch keine Tools haben, keine Anzeigen haben, dass hier vielleicht das ein oder andere ungewohnt ist, man das nicht findet, das mag alles sein. Womit ich dir aber völlig recht gebe, ist Alpha-Version. Also wenn überhaupt. Also es sind schon etliche Bugs drin, wenn ich nur das eben, dieses Geflacker und Rumgewackel und sonst dergleichen Dinge sehe, da kann mir keiner erzählen, dass man das vorher nicht bemerkt haben kann. Und wenn ich hier was falsch gemacht haben sollte, dann entschuldige ich mich natürlich gerne dafür, aber ich befürchte, das haben wohl mehrere Leute gehabt. Ja, das war auf dem Server genauso, da kamen die Autos auch mal und dann
Machen ich habe auch Murder Lex hier. Ich weiß nicht, ob es am Server liegt oder ob es am Game liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt nur langsam schmunzeln, weil, wie gesagt, ich jetzt gerade eben erzählt von Simracing PL, schrieb mich heute einer an, ob ich mitmachen würde bei einem Stresstest. Man wollte mit 100 Leuten auf so einen Server rauf. Na gut, das können wir, glaube ich, erstmal knicken. Ja. Ja, 100 ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich meine, alleine, wenn ich mir jetzt das jetzige Temp-Car ansehe, was sie jetzt hier reingebaut haben, ich meine, das alte war ja schon schlecht. aber ja. Das ist ja nun nochmal... So, jetzt sag mir doch mal, wo kriege ich jetzt raus, wer hier führt? Klicke ich mal da rein. Also hier würde zumindest schon mal was stehen, wenn ich es lesen könnte. So, ja, geh doch mal wieder, da. Wieder dieses Geflacker. Ja, drück doch mal Escape erstmal. Ich bin ja schon raus. Wahnsinn, ja, du hast ja nur 20 Sekunden Verzögerung, ne? Jetzt nicht mehr. So, vielleicht war das ja daher das Geflacker. Ja, ich sehe hier gar nichts, aber wenn ich jetzt in den Livestream gucke. Ja, Livestream also geht eigentlich. Ja. Ja gut, den ersten Namen kann man auch nicht sehen. Warte mal, dann muss ich auf den zweiten klicken, dann kann ich den ersten lesen. Weil der ist nämlich dann in der Box. Jetzt muss ich jetzt warten, bis der Stream da ist. Das dauert immer einen kleinen Moment. Aha, das ist... Kennst du den? Wie man den richtig ausspricht? Also nicht persönlich. Wie man den Namen ausspricht? Nein. Nicht. Also Karalampou. Also ich weiß nicht, ob das Französisch, Spanisch, was auch immer ist. Nasos Karalampou steht hier auf der Pol mit einer 105545. Da haben wir doch schon mal was gekonnt. Da sehen wir doch schon mal was. Also ich glaube, ihr könnt das hier deutlich besser lesen, als mir das hier gelingt. Weil ich erwähne es auch gerne nochmal. Ich habe hier nur ein Tool, mit dem ich auf den Broadcast-Rechner zugreife, welches mir nicht erlaubt, solche Schrift zu lesen. Und schon gar nicht, wenn dann, weiß ich nicht, grün oder rot oder blau auf dunklem Hintergrund steht. Wenn sich das wieder ausgedacht hat, soll halt hübsch sein, ne? Ja. Ja, wie das ganze Spiel, ne? Ja. Ja gut, gegen hübsch hat ja keiner was. Also, ne? Das ja, aber ja, man muss es ja auch nicht übertreiben und sollte ja auch nicht zu Lasten des eigentlichen Sinn dieses Spiels gehen. Und das ist nun mal Rennfahren. Das ist und nicht gucken. So, gucken wir mal wieder nochmal eine Runde auf die Strecke. Und zwar gucken wir jetzt mal bei James Johnson. Was ist denn mit dem Dion? Der war ja vorhin ganz gut unterwegs. Ach so, jetzt versuche ich hier im Livestream zu blättern. Das ist natürlich Quatsch. Sehen wir den hier irgendwo? Muss ein kurzer Name sein. Das können wir schon mal sagen. Aber wenn ich das hier richtig sehe... Nee. Also einer fehlt. Ansonsten 29 Clients jetzt hier drauf. Könnte das der Dion sein, der da fehlt? Weil ich sehe ihn hier in der Fahrerliste nicht. Was allerdings nichts zu bedeuten hat. Also auf dem Server ist er nicht. Gut, dann... Wo bist du denn überhaupt? Ja, ich sitze gerade mit dir hier in dieser Kommentatorenkabine. Ja, ich dachte, du wärst auch auf dem Server. Ja, nee. Du startest von hinten, wa? Willst dir das Chaos angucken? Ich starte gar nicht, weil bis zur ersten Kurve komme ich gar nicht. Also, okay. Und bei dem neuen Force Feedback, was sie eingebaut haben... Hast du Angst, dass dein Lenkrad kaputt geht? Ja, ich weiß gar nicht, wo das Force Feedback sein soll. Das fährt sich wie Müll. Echt? Also ich habe wieder von anderen gelesen, dass es total heftig wäre. Ah ja. Klar, wenn ich es auf 100% stelle. Aber das ist in R-Faktor 1 genauso. So wie das hier aussieht, ist die Sache gegessen. Wir sind im Warm-Up. Und es führt, oh wunderbar, jetzt kann ich es tatsächlich lesen. Also, Nasos Karalampou steht in der ersten Startreihe, neben ihm James Johnson auf Platz 3, Jimmy Dion, da ist er doch, Keith Brarrick auf Platz 4, auf der 5, Okan Kübner, auf der 6, Robert Wiesenmüller, Ivo Simons auf der 7, Peter Enders auf der 8, auf der 9 Chris Batscher, auf der 10 André Martins, auf der 11 Adam Eckbär. Aber jetzt haben wir das Problem, dass jetzt hier die Zeilen verrutschen, das ist ja auch nett. Platz 12 Lee Palmer, 13 Vagelis Theodoridis, Platz 14 Benjamin Lindstrussier oder so. Ich dachte, Friseur darf man nicht mehr sagen. Okay.
Wayne Morgan auf der 15. So, jetzt muss ich erstmal hier ganz vorsichtig weiter klettern, aber immerhin kriegen wir jetzt schon 15 hier in so ein Screen rein. Vorher waren es nur 13, aber dafür verrutschen jetzt halt auch die Zahlen. Kane Lusky auf der 16, Edgar Herrero auf der 17, Nathan Robinson auf der 18, auf der 19 Mark Birney, 20 Luke Walsh, 21 Emil Selberg, James Chant auf der 22, 23 Eric Hafner, 24 Nick Delay, 25 Marius Neverauskas, Sergio Gonsalves auf der 26, 27 Neil Harway. Jetzt muss ich auch bald kommen zweimal. Ja, das war's. 28 Lutz Enger, 29 Lutz Enger. Das hat noch keiner geschafft vor mir, oder? Lutz, du schaffst alles. Ja, wa? Unglaublich. So, meine Herren, das heißt, wir haben Warm-up und das haben wir noch 4 Minuten. Haben wir ja Glück gehabt, dass wir in dem kurzen Warm-up es geschafft haben, die Startliste vorzulesen. Gut, wir müssen uns nachher natürlich mit diesem Race-Button hier beschäftigen. Das heißt, wir müssen darauf klicken, um wenigstens im Rennen die Fahrernamen angezeigt zu bekommen. Es ist zwar höchst unprofessionell, das zu tun auf diesen, da oben drauf, ne? So. Aber Gott, was sollen wir tun? Ist nicht zu machen. Und wir haben keine andere Möglichkeit, die Namen irgendwo in Erfahrung zu bringen. Naja, schauen wir mal. So, ich weiß gar nicht, wie es dem guten Adam da drüben geht in Stream 1. Aber der ist ja da immer völlig cool und abgebrüht. Und der moderiert und moderiert und moderiert. Und ich kann nur warteln. Vielleicht sollte ich das mal abgucken bei ihm. Tu dir ganz warm an. Ja, wa? Okay. Aber dann geh ich mal in den Quarzen hier bevor. Ja, mach das mal. So, ja, wie gesagt. Also, wir befinden uns 3 Minuten vor dem Start zum ersten R-Factor 2, R-Factor 2, Wattebäuschen 2, Event hier auf Simrace TV. Ausgerichtet wird das Ganze von racedepartment.com vom R-Factor 2 Club auf racedepartment.com. Und ja, wir leiden etwas unter den Unzulänglichkeiten hier gerade fürs Broadcasting. Also da ist das alles ein bisschen schwierig. Wir haben hier keine Anzeige über irgendwelche Fahrer oder sonst dergleichen Dinge. Die Anzeige, die wir hier hätten, die kann ich nicht lesen, weil sie ist einfach für mich zu schlecht lesbar. Und ja, was soll man machen? Für alle, die sich wundern, wieso ich das nicht lesen kann, wo ich doch nicht dran sitze, ich greife mit einem Remote-Tool auf dem Broadcast-Rechner zu und von daher kann ich es leider nicht sehen. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt hier die Grafik so weit hinbekommen habe, dass man hier überhaupt was sehen kann. So, jetzt suchen wir uns mal hier irgendein Fahrzeug und gucken mal so ein bisschen im Cockpit, weil das finde ich noch die angenehmste Perspektive hier aus dem Cockpit raus. Wo denn hoffentlich dieser Fahrer mal eine Runde zu Ende fährt. Wir befinden uns in Metro Mills und Metro Mills. Mit dem Megane Cup. So, die Strecke doch einigermaßen anspruchsvoll. Hätte ich so nicht geglaubt. Aber auch nicht allzu lang. Das Rennen ist auch nicht allzu lang, nämlich nur 40 Minuten. Das ist auch völlig in Ordnung so. Das soll reichen für einen ersten Test. Wir können dann mit Stolz sagen, wir waren die Ersten, die ein Live-Broadcast mit R-Factor 2 produziert haben. Naja. Schauen wir mal. So. Wenn ich dich schon mal als Sim-Racing-Experten hier habe, ja, in dieser,
Ups, ja. Und auch der schafft keine Runde. Wie sind die denn eigentlich ihre Zeiten hier gefahren? Haben die irgendwo eingetragen? Weil ich habe hier noch keinen gesehen, der eine Runde zu Ende gefahren hätte. Muss aber irgendwo. Nee, aber wenn ich die, sag mal, Metro Mills, kannst du da irgendwas zur Strecke sagen? Weil ich kann die bisher nicht. Doch, die gab's auch in R-Faktor 1, soweit ich mich erinnern kann. Aber da war die, glaube ich, ein bisschen anders. Jedenfalls kommt sie mir vom Layout recht bekannt vor. Ich bin, glaube ich, auch nur 10 Runden gefahren auf der Strecke. Mhm. Aber ist schon ziemlich anspruchsvoll, wenn ich das so sehe, auch wenn sie relativ kurz sind. Nein, also diese Kurvenkombination, wo er jetzt ist zum Beispiel, die geht eigentlich so gut wie voll alles. Mhm. Die drei Kurven, also das ist eigentlich eine recht simple Strecke. Man hat halt wenig Platz. Ja. Liegt wahrscheinlich jetzt weniger an der Strecke. Ja, gut, gedreht hat er sich nicht, aber er kommt in die Box. Jetzt sehen wir auch mal hier eine Boxeneinfahrt. Ups. Ja, das sah gut aus. Könnte noch geklappt haben, aber ein guter Escape. Ein Verbot gibt es hier scheinbar in der. Warm-up ist vorbei. Warm-up ist vorbei, genau. Wir sind bereits im Rennen. Wir sind im Rennen, liebe Freunde. Ihr erlebt in Kürze den Rennstart zum ersten live ausgetragenen R-Factor 2 Event. Und hier auf Metro Mills. Organisiert von Race Department, broadcasted by simrace.tv. Genau. Ich hoffe, du hast die Kameras jetzt im Griff. Alles klar, also alles wie immer. Alles wie immer. Voll das Chaos. Ich stehe auch auf der Strecke, oder was? Stehe ich auf der Strecke? Ja, weiß ich nicht. Oh, das war der Start, ne? Das finde ich ja ganz witzig. Ja, geht los jetzt. Ja. Exit to the Monitor. So, jetzt müssen wir hier, ja, das ist schon der Start. Und jetzt müssen wir hier mal irgendwie, so, jetzt haben wir aber keine Fähnchen. Ganz großartig. Gut, dann gehen wir hier in die Vollperspektive. Das lassen wir uns dann jetzt auch nicht nehmen. Und wir haben keine Fähnchen. Ich habe keine Namen. Ich weiß nicht, wer jetzt hier führt. Ich weiß nur, dass hier eine ganze Menge Autos unterwegs sind. Wir kriegen jetzt noch nicht mal die Fahrernamen. Ich wusste nicht, dass der hier auch noch auf die Strecke gesetzt wird. Ja, sah, glaube ich, soweit alles ganz gut aus. Jedenfalls. Bis jetzt? Ja, richtig. Also ist nicht zu sehen. Aber wir haben hier auch... Gucken wir uns einfach mal einen schönen Fight an. Das hier sieht schon nach schönem Fight aus. Genau. Dann hatte ich vielleicht mit meiner Vermutung doch recht, dass die Herrschaften hier erstmal lediglich im Training, im freien Training und im Warm-Up hier so ein bisschen rumgecrashed sind, so ein bisschen die Möglichkeiten ausgelotet haben und jetzt im Rennen dann doch ein etwas ernsthafter fahren. Oh, das war nicht so toll. Gucken wir mal hier weiter. So, dann lassen wir mal die Herrschaften hier alle komplett passieren. Ja, da kommen noch welche. Upsala! Und hier haben wir schon den ersten ein bisschen abseits. Ich glaube, der hat auch gut ein, zwei Positionen da gerade eingebüßt. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier beim ersten sind. Der Blaue, wer ist das? Bist du im Game? Nee, dann musst du noch einen weiter. Ich versuche jetzt mal auf den Server zu kommen. Vielleicht funktioniert das. Versuch mal als Zuschauer darauf zu kommen. So, der fährt auch in die Box, der da eben so schön abgeflogen ist. Kannst du vielleicht was zum Reglement sagen? Müssen die stoppen oder sowas? Ja, also fahren ja nur 40 Minuten und man hat auf dem Server gemunkelt, dass es auch ohne gehen sollte. Aha, okay. So, okay, also jetzt hier vorne ist jetzt wohl schon mal so ein bisschen Luft. Also da sind jetzt nicht wirklich Zweikämpfe. So, hier haben wir das aber. Dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Oh, ich glaube, hier haben wir auch schon Ausfälle. Genau. James Chant ist raus. Peter Enders scheint raus zu sein, wenn ich das hier richtig sehe.
So, und hier haben wir den führenden. Lee Palmer ist auch raus. Okay, bist du rauf? Ich bin drauf. So, das ist der führende. Er ist auch in der Box, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, führen tut dann Barrick vor Simmons und Kügner. Ah ja, okay. Kügner ist hier der blau-schwarze, türkis-schwarze. Das ist richtig? So, ja, genau. Ja, wunderbar. Dann oh, jetzt hier der Dreher. Simmons drehte sich dort. Ja. So, da fehlen aber eine ganze Menge Autos. Ja, absolut. Bis der hier so, der hat hier jede Menge Zeit. Jetzt verliert er noch einen Platz. Wer ist das jetzt, der neue Dritte? Lindrüsö oder so ähnlich. Friseur. Ah ja, okay. Gut, wie gesagt, es geht hier nur sekundär um die Renn-Action, die hier gerade ist. Natürlich wollte er sehen, wie die Autos fahren, das geht er ja auch. Aber es geht halt erstmal hauptsächlich ums Game. Und ich denke mal, da hat R-Faktor einiges oder ASI einiges nachzubessern. Wenn wir allein bedenken, dass der doch recht gut gefüllte Server mal gerade eine Stunde lief, bevor er das erste Mal abstürzte, lässt sich erstmal vermuten, ein 24-Stunden-Rennen wird damit erstmal nicht möglich sein. Da nutzt auch die Rejoin-Funktion nichts. Nee, wenn sie denn funktioniert. Ja, also momentan kriege ich immer noch is pending to for your open session oder sowas. Auch wenn ich einstelle, ist es Rejoin ist komplett erlaubt. Aber es sollen wohl auch nicht alle Funktionen verfügbar sein. Ja. Ja gut, das war ja eine Funktion, die er eigentlich erst später als Patch nachschieben wollte. Oh, hier hinten geht's gut zur Sache. Wer ist das hier? Warte mal, ich klick dir das mal an. Vielleicht kannst du das dann besser sehen. Oh, ich sehe hier gar nichts. Ja, momentan ist viel Betrieb in der Box. Also da ist einiges los. Okay. Ja gut, also wir können hier nur Rätsel raten. Das ist, jetzt sehe ich auch noch, dass die Batterien von meiner Tastatur einen Geist aufgeben. Ganz großartig. Der Abend ist perfekt. Vielleicht sollte ich noch einen Kaffee rüberkippen. Ja, und zwischen Simmons und Lindrüsö oder wie auch immer hat es gerade ja, ziemlich geknallt auf Startziel. Hier schieben die sich auch so ein bisschen an. Ich glaube, das sind die beiden. Ja, das ist dann schon Position 5, der jetzt von hinten kommt. So, gehen wir nochmal ins Cockpit hier. Um mal zu sehen, wie das hier ausschaut. Was ich halt ziemlich spannend finde, ist, dass in engen Kurven der Fahrer übergreift beim Lenken. Das würde ein realer Rennfahrer nie tun. So, und Theodorides ist dann, ja, oh, das ist schon ausgeschieden, das ist gerade an der Wand zerschellt. Ah, okay. Also, da glaube ich, passiert dann, und das war's. Für ihn heute. Ja, ja gut, ich denke mal, keiner hat hier irgendwelche größeren, ja, Hoffnung sich auf irgendwas gemacht hier heute. Bestenfalls, dass man vielleicht das Rennen irgendwie übersteht mit den Ausfällen. Das ist halt, ja, mein Gott. Ich weiß nicht, ob diese Leute, die jetzt hier da mitfahren, sonst auch in Rennserien zusammenfahren, ob die sich kennen oder nicht. Das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Aber grundsätzlich ist erstmal komplett neue Sim, komplett neues Fahrgefühl. Also von daher, ich denke mal, das ist auch bei anderen nicht anders gewesen. So, da sehen wir, wird es wieder einen aus dem Dreck kommen. Der müsste jetzt eine blaue Flagge kriegen, denke ich mir. Kriegt er eine? Naja, zumindest lässt er ihn nur vorbei oder muss ihn vorbeilassen. Hoppsala. Ja. Hier haben wir auch wieder einen schönen Einschlag. Das gucken wir nochmal an uns hier. Mal sehen, ob wir da was. Jo, ups, da ist er schon. Ja, puff.
das war's. Ah, okay. Die Replay-Funktion ist, dass die hier so laggy ist.